Wenn du als Fußballer zusätzlich zum Mannschaftstraining für dich trainieren möchtest, dann habe ich dir 7 Bereiche in diesem Video, in denen wir uns anschauen, warum ist dieser Bereich wichtig und wie kannst du sofort und ohne großes Equipment oder Investitionen in diesen Bereich reinstarten. Viel Spaß mit diesem Video. Vielen Dank, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast, denn auch dieses Video ist aus meiner Sicht extrem wichtig, denn der Fußball lebt mittlerweile vom Individualtraining. Es kommen immer mehr Bereiche dazu, auf die man sich spezialisieren kann. Es wird immer mehr Wissen im Netz geteilt, sei es in Online-Kursen, sei es durch Trainerinterviews, sei es durch Einblicke in die Trainings der Profis. Und man kann mittlerweile für sich zusätzlich einfach so viel machen, dass eher die Frage nicht ist, ob man etwas zusätzlich macht, sondern was man zusätzlich macht. Und da wollen wir in diesem Video einfach einen kleinen Überblick für dich geben, dass du zukünftig selbst entscheiden kannst, in welche Bereiche gehe ich rein, weil du einfach ein komplettes Bild davon hast. Bereich Nummer 1 und sicherlich gleich einer der größten Bereiche ist der Bereich Technik. Das bedeutet alles, was mit Passspiel, Dribbling, Torschuss, Flanken, Freistöße, Finden im 1 gegen 1 zu tun hat. Hier möchte ich dir natürlich einmal gerne auch einen wissenschaftlichen Impuls geben. Und zwar hat man mittlerweile herausgefunden, dass in diesen ganzen technischen Aspekten ein Training mit eingebauten Differenzen viel, viel wertvoller ist als ein stupides Wiederholen. Also du kennst diese klassischen Ball-Mastery-Übungen, wo ich beispielsweise den Ball 100 Mal hintereinander mit der Sohle ziehe. Man hat jetzt eben herausgefunden, dass dieses Techniktraining umso effektiver ist, wenn man hier nochmal unterschiedliche Abweichungen, Differenzen einbaut. Das heißt vielleicht dieses Sohlenziehen mal mit einem größeren Ball macht, mal mit einem kleineren Ball macht, mal vielleicht noch mit einem eingebauten Schulterblick sich eine zusätzliche Herausforderung mit reinholt oder vielleicht auch mal auf einem Kunstrasen, auf einem Rasen, auf Sand oder auf Teer durchführt. Also achte in diesem technischen Bereich einfach, wenn du da etwas für dich zusätzlich machen willst, drauf, dass du einfach immer wieder selbst Abweichungen provozierst durch eben genau diese Parameter, die ich gerade erwähnt habe. Und dadurch wird dein Techniktraining zukünftig einfach noch effektiver. Wenn du für dich als Spieler jetzt gleich im Bereich Technik durchstarten möchtest und eben nicht bei uns im Individualtraining bist, hier im Raum Ulm-Reutlingen oder auch sonst keinen Individualtrainer hast, dann würde ich dir empfehlen, einfach im Netz kostenfrei Ball-Mastery-Videos zu suchen und dir diese Technikübungen anzuschauen und sie eben dann mit diesen Differenzen bewusst noch ein bisschen zu pimpen, um auch vielleicht mal Fehler zu riskieren. Die gehören ja dann im Lernprozess durchaus dazu und sind auch gewollt. Im differenziellen Lernen heißen sie sogar gar nicht Fehler, sondern eher Schwankungen, also bewusste eingebaute Schwankungen. Und so hast du einfach die Möglichkeit, das Maximale hier in deinem Individualtraining rauszuholen und zukünftig eine noch bessere Technik zu haben. Der zweite Bereich, den ich dir ans Herz legen möchte, ist das Wahrnehmungstraining. Wenn wir uns mal eine Spielsituation anschauen, dann besteht die aus 3 Phasen. Erstens die Wahrnehmung, dann die Entscheidung und dann die technische Ausführung. Und wir haben es ja gerade schon in Schwerpunkt Nummer 1 besprochen, die technische Ausführung. Da wird meistens sehr viel Fokus drauf gelegt. Und das natürlich auch zu Recht, denn die Technik ist am Ende sehr wichtig. Aber die anderen beiden Bereiche, Wahrnehmung und Entscheidung, sind mindestens genauso wichtig. Denn wenn du die Situation gar nicht erst korrekt wahrnimmst, dann hat es ja unmittelbar schlechte Auswirkungen auch auf die Entscheidung und logischerweise danach auch auf die technische Ausführung, weil du vielleicht einfach weniger Zeit hast oder zu viel Gegnerdruck hast und dadurch vielleicht die technische Ausführung gar nicht so gut gelingen kann. Dementsprechend Fokus auf die Wahrnehmung, ja. Und wenn du jetzt hier keinen Individualtrainer hast, der sich mit dem Thema auskennt oder beispielsweise das Soccer Kinetics Trainingspaket hast oder auch das Buch 360 Grad Fußballer von Marcel Körner, was ich auch sehr empfehlen kann, dann würde ich dir einfach empfehlen, mit einfachen Augentrainingsübungen loszulegen, denn die Augen sind unser Inputgeber Nummer 1 beim Thema Wahrnehmung und dementsprechend einfach mal die Augen regelmäßig in alle möglichen Augenendstellungen bringen. Das heißt, ganz rechts, ganz links, oben, unten, aber auch in die schrägen Positionen. Rechts schräg, links schräg und links oben, rechts oben schräg. Und so hast du einfach diese Augenaktivität hochgehalten und es sorgt natürlich dafür, dass du vielleicht auch im Spiel präzise, schnelle, akkurate Augenbewegungen machen kannst und dadurch eine bessere Wahrnehmung auch im Feld hast. Eine zweite gute Möglichkeit im Bereich Augentraining sind sogenannte Blicksprünge, also Nah-Fernsprünge, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt hier in die Kamera schaue, die ungefähr so 2 Meter von mir entfernt ist, dann immer wieder den Blick wechsle in die Ferne. Also wenn du zum Beispiel auch feststellst, du schaust jetzt sehr lange auf einen und denselben Punkt in der Nähe, dass du dann immer wieder mal einen Blicksprung machst zwischen nah und fern und sofort versuchst dann ein Objekt in der Ferne scharf zu sehen. Das
hat natürlich einmal den Effekt, dass du das vielleicht im Spiel dann auch schneller und akkurater kannst. Und es ist auch beim Stichwort Augengesundheit einfach ganz wichtig, dass wir die Augen nicht zu lange auf eine Nahdistanz fokussieren. Belegen auch aktuelle Statistiken zum Thema Kurzsichtigkeit. Also es ist einmal ein Gesundheitsaspekt, aber eben auch ein Performance-Aspekt. Und das sind zwei ganz einfache Übungen, wie du ins Augentraining reinstarten und deine persönliche Wahrnehmung verbessern kannst und sie wirklich auch immer wieder einbauen kannst. Es kann sein beim Treffpunkt, wenn ihr einen kurzen Leerlauf habt. Es kann sein, wenn du einfach mal zu Hause kurz Luft hast, wenn du an der Ampel wartest. Also bau das einfach regelmäßig in deinen Alltag ein und du wirst sehr gute Effekte haben. Trainingsbereich Nummer 3 ist die Handlungsschnelligkeit, also eben genau jetzt diese zweite Säule in diesem dreigliedrigen Modell, die Entscheidungsfindung. Und auch da wird noch viel zu wenig Wert drauf gelegt und ist ein Bereich, den du sehr gut selbst für dich trainieren kannst. Allerdings, hier würde ich dir empfehlen, wirklich auf dem Platz zu arbeiten. Denn Studien haben auch gezeigt, dass einfach je spezifischer du in dem jeweiligen Setting bist, also wenn du jetzt im Fußball dich in der Handlungsschnelligkeit verbessern willst, dann hast du die größten Effekte, wenn du auch im Fußballkontext an deiner Handlungsschnelligkeit arbeitest. Also wirklich hier rausgehst auf den Platz und dann eben deine Technikübungen vielleicht aus dem ersten Schwerpunkt noch zusätzlich mit Entscheidungen versiehst. Also beispielsweise, du dribbelst, wenn du Flügelspieler bist, auf dem Flügel an und du hast entweder einen Trainingspartner oder vielleicht ein Tablet, was dir dann eine mögliche Alternative vorgibt. Zum Beispiel bei der 1 Übersteiger machen, am Flügel weiter entlang gehen, bei der 2 gehst du nach innen weg und bei der 3 kappst du ab und spielst eine Spielverlagerung. Und dann hast du immer hohes Tempo-Dribbling, kurzer Blick oder kurze Ansage, schnelle Entscheidung. Okay? Denn genauso ist es ja im Spiel auch. Wir beobachten eine Situation und anhand unserer Beobachtungen, anhand unserer Wahrnehmung treffen wir dann eine gewisse Entscheidung. Und das kannst du beispielsweise so sehr gut simulieren und hast positive Effekte auf deine Handlungsschnelligkeit. Wenn du jetzt keinen Individualtrainer hast, der dieses Thema mit dir sauber aufarbeitet und sich darüber Gedanken macht, dann würde ich dir einfach empfehlen, deine herkömmlichen Technikübungen aus diesem ersten Schwerpunkt zu nehmen und eben mit diesen unterschiedlichen schnellen Entscheidungsalternativen zu versehen. Und geh hier wirklich gerne immer an dein oberes Tempolimit. Also lieber du bist im höchsten Tempo und triffst nur 7 von 10 oder 5 von 10 Entscheidungen richtig, als dass du das Tempo rausnimmst, um 10 von 10 Entscheidungen richtig zu treffen. Da wirst du nicht so einen hohen Trainingseffekt, nicht so einen hohen Übertrag fürs Spiel haben. Und deswegen würde ich dir das ans Herz legen und wünsche dir natürlich viel Erfolg bei deinem Training der Handlungsschnelligkeit. Der vierte Trainingsbereich ist die Koordination, also das Zusammenspiel deiner Sinnesorgane mit deinem Körper und deinem Nervensystem. Und das ist ein sehr wichtiger Bereich, der auch meistens im Mannschaftstraining ein bisschen zu kurz kommt, weil wir ihn einfach, ja, und das ist auch kein Vorwurf an den Mannschaftstrainer, nicht so spezifisch trainieren können, weil natürlich im Mannschaftstraining ganz viele andere Punkte wichtig sind. Und dementsprechend kannst du den für dich gerne zu Hause mit aufarbeiten. Und hier würde ich dir einfach empfehlen, in deinem Koordinationstraining auf 3 Punkte zu achten. Der erste Punkt ist das Thema Vielfalt, also wirklich viele neue Bewegungen einzubauen, die deine Koordination auch auf die Probe stellen und fordern. Dann natürlich neue Reize einbauen. Punkt 2, einfach immer wieder überlegen, welche neuen Bewegungen kann ich mit reinnehmen, denn davon lebt auch unser Koordinationstraining, von diesen neuartigen Reizen. Und Punkt Nummer 3, ganz wichtig, Freudbetontheit. Schau wirklich auch, dass du Übungen nimmst, die dir Spaß machen, die dir in dir Nervenkitzel auslösen und die dich auch wirklich herausfordern. Dann hast du ein maximal effektives Koordinationstraining. Wenn du keinen Personal Trainer hast, mit dem du das ganze Thema aufarbeitest, dann würde ich dir einfach empfehlen, Koordinationsübungen im Internet anzuschauen. Und hier kannst du wirklich auch nichts falsch machen, denn es gibt keine falschen Bewegungen. Also jede neue Bewegung, jede neue Herausforderung ist wertvoll für dich beim Punkt Koordination. Deswegen schau dir einfach komplexe neue Bewegungen an und versuch die für dich auszuprobieren. Du kannst dir natürlich auch ein gewisses Equipment dazu holen. Es gibt eine Koordinationsleiter. Da würde ich aber wirklich darauf achten, dass du Übungen machst, die dich in der Koordination fordern, also eine neuartige, komplexe Bewegung und weniger jetzt bekannte Bewegungen schnell machen. Man kennt ja diese Nadelstiche, die man da immer setzt, so in einfachen Bewegungen. Das würde ich weniger machen, sondern eher komplexe, neue Bewegungen. Wenn du aber sagst, ich möchte kein Geld investieren, dann würde ich dir einfach Liniensprünge empfehlen. Da auch dazu gibt es ein Video, wir haben dir hier von Soccer Kinetics 1 verlinkt, wo du einfach anschauen kannst, wie du mit Liniensprüngen deine Koordination auf die Probe stellst und gleichzeitig trainierst. Trainingsbereich Nummer 5 ist der Bereich Athletik, Schnelligkeit, Beweglichkeit, also alles, was so
deine körperlichen Voraussetzungen angeht. Und das ist, glaube ich, so gleichzeitig der beliebteste, bekannteste Bereich, den man einfach für sich zusätzlich macht, weil man ihn sehr schnell sehen kann, weil man ihn sehr gut messen kann und weil er auch sehr gut erforscht ist schon. Dementsprechend ist es umso wichtiger eigentlich, sich mit diesem Bereich zu beschäftigen, weil die Studienlage relativ klar ist, weil man sehr genau weiß, was hat positive Effekte auf die Athletik, was hat positive Effekte auf die Schnelligkeit und wie kann ich für mich einfach da maximal gut trainieren. Ich möchte dir natürlich auch hier gerne einen Impuls geben, und zwar achte hier wirklich drauf, dass du eine Bewegungskompetenz aufbaust. Also weniger jetzt vielleicht isolierte Kraftübungen machst, sondern eher funktionelle Übungen machst, die für dich als Fußballer auch wertvoll sind. Also gerade in deinem Athletiktraining, in deinem Beweglichkeitstraining wirklich mal dann eine Übung, die mehrere Teilkörper bei dir kombiniert und vielleicht sogar fußballspezifisch ist. Also zum Beispiel gibt es ja diese klassischen Movement Preps, wo einfach sehr viele Teile unseres Körpers dann wirklich auch beteiligt sind. Und das sind immer Übungen, die einfach für einen Fußballer eher funktionell und eher komplex sind, die auch deine Koordination beanspruchen. Und hier würde ich dir auch empfehlen, dann wirklich, wenn du in diese Movement Preps gehst, in die maximale Bewegungsreichweite zu gehen und dort auch dann die Kraft zu halten. Denn das ist ein großer Trumpf im Krafttraining, wirklich dann nicht jetzt, wenn wir jetzt mal isoliert schnell schauen, im Bizeps-Training, wirklich nur hier eine kleine Bewegungsreichweite nimmst, sondern wirklich versuchst, die komplette Beugung und Streckung zu nehmen, um einfach auch in diesen Endbereichen Kraft aufzubauen. Denn dieses klassische Dehnen kann oft dazu führen, dass du möglicherweise zwar in gewisse Bereiche kommst, aber diese Bereiche nicht kontrollieren und auch keine Kraft in diesen Bereichen aufbauen kannst. Und dementsprechend ist es vielleicht sogar eher gefährlich, weil du dann einfach in diese Bereiche kommst im Spiel, weil du hast die Beweglichkeit, die passive Beweglichkeit, aber du kannst sie eben nicht kontrollieren und dort auch keine Kraft umsetzen. Und dementsprechend kann dir da auch schnell eine Verletzung passieren. Also Tipp fürs Athletiktraining, achte wirklich drauf, komplexe, funktionelle Bewegungen zu machen, die bis zur endgradigen Bewegung durchzuführen und dort auch Kraft aufzubauen. Wenn du jetzt keinen Individualtrainer hast, der dieses Thema spezifisch mit dir erarbeitet, dann würde ich dir einfach mal empfehlen, beim DFB vorbeizuschauen. Die haben mittlerweile auch einen guten Fundus an Wissen und auch an Übungen. Und dort findest du auch gute Athletiktrainingsübungen. Wir haben dir auch hier ein Video von uns verlinkt, wo wir dir nochmal ein paar Movement Preps zeigen, mit denen du direkt in deinem Individualtraining durchstarten kannst. Der vorletzte Bereich ist die mentale Stärke, ein aus meiner Sicht massiv unterschätzter Bereich, weil er eben so schwer greifbar ist. Was ist mentale Stärke? Wie kann ich mentale Stärke trainieren? Was gehört alles dazu? Und dementsprechend kann es sich wirklich lohnen, hier in diesem Bereich für dich auch zu trainieren. Und ich möchte dir einen Impuls geben, und zwar die Tatsache, dass deine persönliche Bestleistung grundsätzlich immer da ist. Also sie ist, wenn du körperlich fit bist, jetzt im Moment da. Wir als Fußballer sind meistens eher nur Profis darin, die Bestleistung zu verhindern. Zum Beispiel durch zu viele Selbstzweifel oder durch eine schlechte Spielvorbereitung oder dadurch, dass wir vielleicht nicht gut genug geschlafen haben oder dadurch, dass wir vielleicht ja gar nicht mutig genug sind im Spiel. Also denk dran, Bestleistung ist an sich immer da, wenn du verletzungsfrei bist. Wir verhindern sie meistens nur durch ein suboptimales Verhalten oder ein suboptimales Denken. Und dementsprechend wäre ein erster Schritt in diesem Bereich für dich mal, den du jetzt sofort umsetzen kannst, dir zu überlegen, was sind denn so meine persönlichen Leistungshemmer? Also Bestleistung ist da, aber was ist bei mir so der Grund, warum vielleicht manchmal diese Bestleistung nicht fließen kann? Und wenn du diese Bereiche identifiziert hast, dann haben wir auf unserem Kanal ganz viele Videos. Du kannst einfach bei YouTube auf unserem Kanal dann mal schauen. Wenn du zum Beispiel jetzt den Bereich Selbstvertrauen ausgemacht hast, haben wir dir ein Video. Wenn du den Bereich Disziplin ausgemacht hast, haben wir dir ein Video. Und so kannst du dann hier in diesem Bereich für dich ohne Investition, wenn du jetzt keinen eigenen Mentaltrainer hast für dieses Thema, dann auch schon einen sehr guten Schritt machen. Der letzte Trainingsbereich, den ich dir ans Herz legen möchte, ist der Bereich Individualtaktik. Also alles, was so dein taktisches Verhalten auf dem Feld angeht, ist mittlerweile auch ein Bereich, den man sehr gut trainieren kann, weil es einfach extrem viel Videomaterial im Netz mittlerweile gibt. Das gab es natürlich früher alles nicht. Das heißt, Spieler von früher konnten sich tatsächlich nur anhand eigener Videoanalysen oder anhand von Live-Spielen im Fernsehen individualtaktisch was abschauen. Mittlerweile gibt es ja extrem viele Videoaufzeichnungen von Profispielen oder von Menschen, die dazu Inhalten gemacht haben. Und dementsprechend
kannst du hier wirklich dir viele Impulse schon ziehen aus dem Netz. Und ich würde gar nicht so sehr in die Bewertung reingehen, was ist richtig, was ist falsch. Das kommt natürlich auf deinen Mannschaftstrainer an. Was möchte er von dir sehen? Aber dieses Training, also sich anzuschauen, was gibt es eben alles, also im Profibereich oder eben an Content im Netz, kann dir eben helfen, einen Horizont aufzubauen. Was gibt es alles für Möglichkeiten? Und wenn du dann durch dein eigenes Training Möglichkeit 1, Möglichkeit 2, Möglichkeit 3 auf dem Schirm hast, ist es für dich auch viel einfacher, die Lösung deines Trainers dann auch umzusetzen. Oder vielleicht auch mal was Neues für dich auszuprobieren oder mit deinem Trainer vielleicht auch mal über neue Möglichkeiten zu sprechen. Also hier geht es eher darum, dir jetzt nicht zu sagen, als Stürmer musst du das und das machen, als Mittelfeldspieler musst du das und das machen, sondern durch dieses Training den ganzen Horizont im Blick zu behalten, um zukünftig dann auch wirklich eine fundierte Entscheidung für dich im individualtaktischen Bereich zu treffen. Ich mache dir mal ein Beispiel. Gehen wir mal wieder zum Flügelspiel. Es gibt ja für dich als Flügelspieler jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, dich breit zu zeigen oder dich eng zu zeigen. Also die ganze Spielfeldbreite auszunutzen oder vielleicht nur so breit wie nötig zu gehen. Also gar nicht zwingend bis zur Linie raus. Wenn du jetzt im individualtaktischen Bereich noch nie gearbeitet hast, dann war dir das vielleicht bisher gar nicht so klar. Und das ist etwas, was du zum Beispiel durch Videos schauen oder durch Spielanalysen schon rausfinden kannst, zukünftig auf dem Schirm haben kannst und jetzt auch auf deinen Trainer zugehen kannst und sagen kannst, möchtest du, dass ich in der oder der Spielsituation eher die komplette Breite halte oder nur so breit wie nötig gehe, um dann den Ball zu halten. Klares Beispiel für dich jetzt eben im individualtaktischen Bereich und glaube, da hast du ganz viele Möglichkeiten für deine spezifische Position, deinen Horizont zu erweitern. Auf diese 7 Trainingsbereiche kannst du jetzt als Spieler zukünftig den Schwerpunkt in deinem Individualtraining legen. Wichtig ist mir zu betonen, ich habe in allen Bereichen jetzt wirklich bewusst darauf verzichtet, dir Empfehlungen zu geben, was die Häufigkeit oder die Dauer angeht, weil das einfach sehr auf deinen individuellen Kontext als Spieler, auf dein Stärken- und Schwächenprofil ankommt. Deswegen, was ich erreichen wollte, ist einfach dir einen Überblick über die verschiedenen Bereiche zu geben. Und jetzt ist es natürlich an dir zu entscheiden, in welchen der Bereiche möchte ich eintauchen, mit welchem der Bereiche möchte ich mich tiefergehend befassen. Dann kannst du natürlich gerne in einem zweiten Schritt auch auf uns zukommen, denn wie du sicherlich weißt, haben wir auch eine Trainingsakademie, wo wir unterschiedliche Experten in den einzelnen Bereichen auch haben und natürlich jedes dieser Themen auch spezifisch nochmal mit dir aufarbeiten können, wenn du das möchtest. Jetzt geht es erstmal um den ersten Schritt. Das heißt, überleg dir vielleicht einen Bereich und überleg dir, was ist der erste Schritt, den ich gehen kann. Ich glaube, ich habe dir ganz, ganz viele Impulse dafür gegeben. Wenn dir das Video gut gefallen hat, dann abonniere gerne unseren Kanal und ich freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Dein Simon Jans.